Willkommen zu einem neuen Vlog. Der startet auch schon direkt auf dem Weg nach Polen. Und zwar machen wir einen kleinen spontanen Kurztrip mit 3 Kindern. Heute ist Donnerstag und unsere Kids hatten diese Woche super schön Glück. Denn nicht nur hatten wir ja die Pfingstfeiertage plus Überbrückungstag, unsere Kinder hatten jetzt auch noch Mittwoch und heute keine Schule, weil die Großen ihre Abi-Prüfungen haben, die Oberstufe halt. Und deswegen hatten die Kleinen jetzt keine Schule und haben nur morgen, ja, Schule sozusagen. Und dann ist schon wieder Wochenende. Auf jeden Fall dachten wir, ja, wir fahren mal rüber zu meiner Mama, ja, besuchen sie und nutzen das Ganze auch, um ein bisschen einzukaufen. Denn wir waren echt lange nicht mehr einkaufen in Polen. Und naja, ich war ja selber jetzt mal so ein bisschen neugierig. Hier ist ja auch wirklich alles, ja, wird halt immer teurer. Wir kennen es ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas macht, ob es nah für euch ist, nach Polen zu fahren zum Beispiel. Wir brauchen halt eine Stunde bis zur Grenze und nochmal nach der Grenze nochmal eine Stunde bis zu meiner Mama. Deswegen lohnt sich das schon öfters mal rüber zu fahren. Und da habe ich echt schon länger dran gedacht, lass mal da einkaufen zu gehen. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich nehme euch mit und wir werden sehen, wie der Tag so verlaufen wird. Was für schöne Straße habt ihr hier? Wow! War ja kein, gab's ja keine Straßen hier. Wir haben so lange nicht gesehen. Ja. Alles gut? Ja. Schöne Straße. Ja. Hallo Adrian. Die beiden wollten unbedingt mitkommen. Ja. Hauptsache jemand kommt. Ne? Egal welche von euch. Wenn ich die 3 sehe. Hallo. Leo, du bist aber ein Riese geworden. Na? Leo, sag mal. Ah, nicht springen. Nee. Was ist das für ein Riese? Er ist aber riesig geworden. Ah, schön hier. Hast du schön wieder alles schön gemacht. Leochen. Oh, so idyllisch hier. So schön. Ne? Einfach so schön friedlich hier. I love it. Da ist Leonchen sein Zuhause. Hier ist die kleine Scheune. Hier ist der Teich. Ach, hier ist Omas kleiner Garten. Ah, schön. Hier hat Omi ihre Sachen gepflanzt. Sieht aber auch toll aus. Ah, das sind die Kühe. Hallo Nachbarn! Wuh! Oh, ey, ich glaube, ich muss mal hier diesen TikTok-Dings testen. Wo jeder diese Koran aufmacht und dann kommen die Kühe. Jetzt habe ich mein Handy nicht dabei. Warte, machen wir gleich. Ah, und hier, das ist auch neu. Das habe ich letztes Mal auch nicht gesehen. Hier diese Feuerschale, Feuerstelle. Schön. Mega. So, wir testen jetzt mal das mit den Kühen. Ich habe so viele Videos gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber ich habe so viele davon gesehen. Warte, wir machen jetzt einfach mal irgendeine normale Musik auf. Ob die Kühe reagieren. Okay, keine Reaktion. Ich zoome auch ein bisschen ran an die Kühe. So, und jetzt machen wir mal die Koran-Sure auf. Oh ja, ja, ja. Meckerst du mit mir? Hat dir nicht gefallen, ne? Aha, die kam. Oh mein Gott, das funktioniert! Gott, es funktioniert! funktioniert wirklich. Also, das ist kein Fake, es funktioniert. Ah, da, die da hinten kommen jetzt auch. Ach, hier habe ich meine Kindheit verbracht, meine Lieben. Ja? Ja, hier war ich immer als Kind. Da ist das ganz alte Zuhause von meiner Oma. Das weißt du? Ja, dieses mit der braunen Tür. Hier ist der ganz berühmte Brunnen. Da habe ich immer gesessen, Zeynep, an diesem Brunnen. Jeden Tag. Kinder, kannst du dir vorstellen, ich als junges Mädchen sitze da an dem Brunnen. Soll ich die auf der Pfanne braten schmeißen? Und braten? Am polnischen Essen ist das das Leckerste. Polnische Surówka. Ne? Einfach so diese Salate. Ne? So ein Krautsalat, bisschen Karottensalat, Selleriesalat und rote Beete-Salat. Ein Traum. So lecker. Und einfach so ideal zum Fisch. Obwohl passt zu alles. Boah, das sieht aber richtig toll aus. Schmeckt doch. Die Pommes, der Fisch. Wow. Hier ein bisschen Deko. Ahmed, wow. War doch richtig, wa? Riecht auch sehr lecker. Nein? Oh, guck mal, richtig mit schön viel Dill. Oh, was für ein schönes, großes Stück. Dziękuję bardzo. Wow. Dziękuję bardzo. Ja. Wechseln unsere Vorderreifen jetzt hier noch, weil die waren jetzt so krass abgenutzt, war jetzt wirklich nötig, deswegen machen wir das jetzt. Jetzt gerade von unserem Auto. Wir reiten auf der Autobahn nach Hause. No. Ihr seid aber hübsch. Ihr seid aber hübsch. Hallo. Hallo. Du bist aber ein schöner Großer. Oder bist du eine Sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man euch streicheln darf. Oh, die haben Hunger. Hast du keine Karotten im Auto? Karotten. Oder einen Apfel? Ja, kommt alles mit der Erde ab hier. Ja, die haben da kein Grünzeug mehr, ne? Zum Essen. Uff, der musst du auf der Lande. Finger mit ab. Ah, guck mal, hast du gesehen, wie der gestampft hat? Der will auch immer, er hat so gemacht. Er hat so gemacht. So. Guck mal. Er oder sie will auch. Hier, komm, du kriegst auch was. Hm? Oh. Sieht so hübsch. Ja. Das kleine Pony hat auch Hunger. Hm? Hallo. So, erster Stopp ist einmal Dino. Dino. Gucken wir mal, was wir alles hier kriegen. Wenn wir nicht alles bekommen, dann gehen wir noch zu Biedronka. Das ist so vergleichbar in Deutschland wie so Lidl, Aldi, Penny, sowas, ne? Mama? Wir nehmen Vanille, dann nehmen wir Solone Karamell und Kokos. Aber warte, davon nehme ich auch zwei von Vanillecreme. Jeszcze tu muszą wyjeżdżać, ale te grosze pakiety to by Biedronka muszą wyjeżdżać. No to masz tylko grześki, princeska. 20% czekoladą, wszystko cenie 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Kupujesz, zyskujesz, oszczędzasz 23%. Ich gucke gleich Emaillentopf. Was ist das? Wie viel? 6 Euro. 6 Euro ist gar nichts. Das hatte ich lange nicht mehr. Na jajeczko dać na złotu 49, bardzo tanio, 25 gram, a tu kupuję złoty 49, 20 gram. No, widzisz? Weź więcej tego pikami. To są bardzo dobre te zioła. Co to są? Prowencjalskie zioła. O, dobra, do wszystkiego ja je teraz daję. Tymianek, bazylia, czomber, majeranek, rozmaryn, oregano, liść laurowy. 3? No. takie normalne awokado, chyba świeżutkie, zobacz, jakie ładne, aus. Nie? To jest... To daj mi się pamięć. Po tej po królewskiej, to jest królewski. Ten z tyłu tam gołda. Tak, ten z tymi wielkimi dziurami, 35 zł. Ten ser salami bardzo dzieciaki lubią. Tak? Tak, ten okrągły. Salami. Tego bym też wzięła. To weźmiem ser salami. Ale ten jest przepyszny. Dzieciaki nawet ten będą chciały na kanapę. No, no. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Troszeczkę dodajesz jogurtu do tego, bo on taki jest bardziej taki fest kremowy i do tego dajesz sznytlauch, radieschen, bo on jest taki salcyś. O jaki to jest dobry nasz. Tak. O jaki dobry na sztule. Na to daję tylko szajbę teraz przy tej diecie. Szajbę tomaten, bisschen Zwiebel, nie potrzebuję, tylko trochę pieprzu, bo soli nie potrzebujesz, bo on jest taki salcyś. Bardzo dobry. Soft salt cheese. Przykład na wow, einfach Kindermilchschnitte mit Pfirsich. Also, ich weiß nicht wie 1,49. Nehme ich mal aber mit für die Kinder zum Probieren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit. Ile wiesz? 10. O, ale Cheetos muszę wziąć dzieciakom. Cheetos. O, weźmiemy runterschnittliche się. To są mleka. To jest, co to jest? Piedzy ketchup. A to? O, pizza Geschmack. No, pizza Geschmack. Cała paczka? 5,479. No tu też masz euro 20. Tutaj nicht vergessen meine Karte. Dann gibt's Angebot. To, zobacz, taka kapustka, zobacz, 3,94. To weźmiem też takie dwie kapustki, zrobię z tego ein Topf. No koniecznie. Jeszcze mam. Zobacz. No. Mama. No i tu. Oh my god. I te pyszne. Ale te są najlepsze, te. Co tu jeszcze mamy? Ten mój baby szpinat nie ubi. Chyba. Czekaj, tak waniliowe, przepyszne, to brałam. To jest jakieś kawowe, jakaś nowa edycja jest z tego. To jest zwykłe, to jest kokosowe, jakbyś chciała wiedzieć to i to było. Bo to nie było żelatyny w środku przecież w tym, bo to też... Mazga kakaowa, kawowe. Wo sind die Enten? Sind die wieder weggeflogen? Ja, die sind weggeflogen. Oh, gerade waren hier zwei schöne Entchen. Das sieht so schön aus. Was denn? Ja, diese ganzen Blümchen und so. Ah. Omi hat ein Auge dafür. Wenn der Schnittlauch ist schon so hoch und nicht so, weißt du, so ein bisschen verblutet, brechst du den und dann geht alles in Zwiebel und dann hole ich Herbst, der ganze aus dem Erde habe ich voll Eimer für Winterzwiebel. Ah, schön. Und was ist das hier, Mama? Brennnessel? Ja, ich habe schon große Brennnesseln. Wo denn? Wo siehst du Brennnesseln? Das? Himbeeren. Marihuana. Marihuana. Himbeeren. Ach, Himbeeren. Doping. Jetzt schreiben sie, dass nicht die Obst ist so gesund, sondern die Blätter. Aha. Man sollte und was die schneiden, mit gießen und Tee trinken angeblich. Ah. Volle Vitaminbombe. Habe ich aber mal gehört, Himbeerblätter irgendwas. Das gleiche mit Radieschen. Ja. Wenn du weißt, das kannst du in Salat reinmachen. Genau. Ja. Dass du weißt, dass die sind nicht mit Chemikalien und so, kannst du ruhig mit Blätter. Schön. Und hier habe ich noch von Nachbarn bekommen, hier, das ist nicht Blumen, das ist Schnittlauch. Den musst du nicht pflanzen, der hält 7 Jahre. Wow. Sieht aber schön aus, Blumen. Ja. Und dazwischen die Himbeeren habe ich Erdbeeren, ein bisschen Zwiebel. Da sieht man da und da angeblich kommt viele Früchte. Ah, okay. Interesting. Oh, schöner Sonnenuntergang. Auch hier habe ich noch Porridge. Zwischen die. Mm. Hier sind noch Bohnen irgendwo, ne? Da sind Bohnen. Mhm. Da sind Bohnen, da sind Gurken. Da, ne? Ja. Da ist noch was. Ah, da. Ja, ja, ist schon ein bisschen kühl, ja. Oma hat auch ganz viele Schätze. Sie sagt, sie hat noch was für mich. Einen Schatz. Komm. Vorsicht. Mmh. Sieht genauso aus wie früher. Ah, guck mal. Das ist auch diese, ja. Ist jetzt nicht 1 zu 1 die gleiche, aber es ist auch das gleiche Dings. Oh, guck mal, Mama. Nee, das ist was anderes. Aber ich klaue dir hier diese Dings, diese Holzschälchen. Die klaue ich dir. Letztens wollte ich die kaufen, da war bei Nanunana 4,99 ein Schälchen. Der nicht? So viel kriegen wir hier nicht. Nee, das ist schon. 4,99, der hier liegt wieder. Wenn wir jetzt sagen, hey, sag mal 4,99. Das ist was für mich hier. Diese. Aber es sind auch wieder diese Aufhängedinge. Hab ich so viel davon. Nicht dir wirst du, wenn du willst. Ja, ich hab so viel. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Och, die sind auch süß, Mama. Oh, ich hab so auch diese Dings. Liegt dann bei mir. Ich vergesse das. Oh, hier, guck mal. Das ist auch süß. Das ist auch süß. Oh, das ist süß. Die haben überhaupt keine Ahnung. Guck mal, das, guck dir das doch mal an. Guck dir das doch mal an. Das ist wunderschön. Ist das aber auch ein Bierkrug? Doch ein bisschen was vom Bierkrug, ne? Ja. Aber weil das keinen Schnabel hat. Hier, wo trinke ich meinen Kaffee draus? Das ist auch genau richtig die Größe. Fängst du morgens an, bis abends fertig. Aber ich kriege ja keinen Kaffee mehr, mein Matcha dann eher wahrscheinlich. Guck mal, mit den Blümchen. Roxana hat da in die Küche die Sachen, der Still, ne? Machen wir zu Hause ein Unboxing von meiner Ausbeute. Da wo angeblich ein bisschen direkt links ist. Ah, ah. Alles Emaille, ne? Alles ab in die Tüte damit. Ich glaube, ich spinne ja. Guck mal, Zwiebelmuster Emaille. Auf andere Seite. Stell da bitte. Ich muss die mir angucken. Warte, da bin ich fertig. Ich bin fertig. Du bring mich raus, ich komme. Ich komme. Leg mal. Oh, der Topfi. Aber der Topfi. Alle guck hier. Ach, guck. Guck mal. Ja, Moment. Ja, ich komme. Ich renne. Oh. Das passiert immer, wenn ich solche Hosen trage. Ja, guck mal, ich krieg hier wieder nichts. Bleib doch mal ganz ruhig hier. Was ist das, Kiko? Was denn, Mutter? Aua. Keine Ahnung. Nussknacker. Viele haben gesagt, dass das konnte Nussknacker sein. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auf einen Stein und dann... Moment, ich sehe nicht, hier ist dunkel, mach mal Licht an. Bringt Omas Ordnung nicht durcheinander. Ach, da ist keine Ordnung. Der ist süß. Hier. Für alle Herdarten. Ja, den muss ich richtig putzen. Ich weiß nicht, ob Krieg ist. Das geht sauber. Anna! Die sind schön, aber... Die sind schön. Außen, aber drin... Ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ob man... Doch, doch, ich habe so eine Paste. Ja? Emaille-Paste. Extra. Keiner will das haben bei Kik. Aha, mach das so. Hier. Wenn du das kriegst, naja, klar. Ja, ist nicht normal sowas. Ist nicht normal. Ich würde ja gleich alles mitnehmen. Komplett, so. Ja, mal. Ich habe schon so viele solcher Dingskännchen. So süß. So, meine Liebe. Wir sind natürlich wieder zu Hause. Es war ja so ein Tagesausflug. Ja, aber nicht erschrecken. Ich habe hier ein paar Flecken im Gesicht. Ich hatte so eine kleine Behandlung in Polen. Und zwar, ihr seht das nicht, ich habe seit 2, 3 Jahren oder so, hatte ich so hier und genau unter der Nase so ein Muttermal bekommen, aber so halt nicht so, wie man sowas kennt, so mit einem braunen Fleck, sondern einfach Hautfarben, aber ich weiß nicht, wie man das nennt, was so später halt einfach rauskommt. Und das hat mich so gestört, weil ihr seht es zwar nicht, aber ich bin so eine... Ich kratze immer an meinem Gesicht rum, sobald ich irgendwie ein Pickelchen habe, egal irgendwas. Ich kratze daran rum, ist irgendeine komische Störung. Ich bin da wirklich sehr dankbar, Gott sei Dank, dass ich nie mit Pickeln, Akne oder sowas zu tun hatte, Probleme hatte, auch nicht in der Pubertät oder so. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein ganzes Gesicht voller Narben. Auf jeden Fall habe ich ja auch immer ganz oft daran rumgespielt und jetzt habe ich es halt einfach endlich entfernen lassen mit so einem Laser oder irgendwas, was die da benutzt hat. Genau, einmal hier. Hier habe ich es eigentlich vergessen, hier habe ich auch nochmal, aber da fällt es mir nicht so auf, da fasse ich es auch nicht an, da stört es mich nicht so komischerweise. Wie gesagt, sieht man nicht, man fühlt es halt nur und das ist so bei mir halt einfach. Ich fühle das, ich merke, dass es da ist und deswegen wollte ich es loswerden. Ja, und weil sie schon da zugange war, habe ich auch gleichzeitig hier ein paar noch Pigmentflecken wegmachen lassen. Ja, sieht ein bisschen brutal aus, aber naja, verheilt dann hoffentlich ganz schnell. Genau, so hier ein paar, die waren halt so ein bisschen dunkler, deswegen wollte ich die weghaben. Und hier hatte ich halt so auch eben ein paar und jetzt sind die einfach weg. Ja, so, hab's halt in Polen gemacht, ist halt ein bisschen günstiger, ne? Ich habe jetzt dafür umgerechnet 70 € bezahlt. Ich glaube, hier hätte mich ganz ein bisschen mehr gekostet. So, deswegen wollte ich euch jetzt hier nochmal vom Einkauf, ihr habt ja so gesehen, was ich so eingekauft habe, hauptsächlich eigentlich ganz viel Käse. Das war bei Dino. Und zwar haben wir hier einmal einen Käse gehabt mit 1 Kilogramm 182. Der war umgerechnet 9 €. Der andere Käse, dieser fette Mozzarella-Käse, das war 2 Kilo 318 Gramm. Umgerechnet sind das 14 €. Ich habe ihn nämlich so ein bisschen umgerechnet. Dann dieser andere Käse, dieser Salami-Käse, der nennt sich so, weil er diese Salami-Form hat. Der ist 1,35 Kilo und hat gekostet 8 € umgerechnet. Dieser andere kleine Käse, nochmal Salami, der nochmal so Tomate-Basilikum war. Das war jetzt so ein kleines Stück mit 800 Gramm, 600 €. Der war halt ein bisschen teurer, weil es so dieses Special... 600 €? 6 €. 6 €, der war ein bisschen teurer, weil der eben so dieses Basilikum-Tomate irgendwie special war. Ja, dann habt ihr gesehen, diese kleine Emaille-Töpfchen war 5 € nur, ne? Hier ist so immer, wenn ich irgendwo Emaille shoppe und so auf Amazon und so, sind die ganz schön teuer. Deswegen war das super günstig. Und bei Dino haben wir umgerechnet 86 € ausgegeben. Das war hauptsächlich eben dieses ganze Käse. Also da haben wir insgesamt 1, 2, 3... Hier haben wir 3, 4, 6, fast 6 Kilo Käse gekauft. Ne, also das war so das am meisten. Dann waren wir bei Biedronka. Dort habe ich 59 € umgerechnet ausgegeben. Und da habe ich so ein bisschen mehr auch Obst, nicht Obst, aber eher Gemüse auch noch ein bisschen eingekauft. Was bei Dino finde ich nicht so, da war die Auswahl nicht so toll. Ja, das war relativ günstig. Also Tomaten waren super günstig, deswegen habe ich richtig viel Tomaten mitgenommen. Der Kilopreis war da, glaube ich, 1 € oder so umgerechnet. Also super günstig. Und ansonsten eigentlich viel Süßkram. Also, weil das sind so Sachen, die sind so aus meiner Kindheit und so. Und die Kinder lieben das auch, weil das ja meine Mutter denen auch ganz oft mitbringt. Aber ansonsten war es jetzt gar nicht so viel. Mir ist jetzt auch gehört, dass ich auch keine Milch und so habe. Aber da ist in Polen, ist es halt so, da gibt es halt nicht so viel Bio. Und deswegen bin ich dann halt so ein bisschen, weil ich ja schon hier auch immer so alles so... gut wie möglich in Bio kaufe. Achso, Butter. Butter war nochmal im Angebot, deswegen haben wir die mitgenommen. Das war ja nochmal bei Biedronka, da hat meine Mutter nämlich auch so eine Karte, ne? Gibt es ja auch so diese Lidl-Karte und weiß ich was. Da gab es nochmal Special-Angebote. Da war wirklich die Butter dann umgerechnet irgendwas mit 70 Cent. Also das war super günstig. Man durfte halt nur für pro Person 6 Butter mitnehmen. Eis hatte ich uns dann nochmal gekauft. Da war auch so eine Promotion, so ein Eis kaufen, ein Eis gratis. Das haben wir dann gleich aufgefuttert. Ja, ich zeige euch gleich jetzt nochmal die ganzen Sachen. Ich habe nämlich nochmal alles gewaschen, was ich bei meiner Mutter da gefunden habe. Zeige ich euch jetzt. Aber ich wollte euch ja vorher noch ein neues Familienmitglied vorstellen. Sie ist schon seit einer Woche bei uns, ne? Ist schon eine Woche, ne? Ja. Darf ich euch unser neues Baby vorstellen? Oh ja, das ist die kleine Baby-Tofu. So süß. Ich war eigentlich total gegen dich, aber jetzt bin ich echt froh, dass du bei uns bist. Du bist so eine tolle Katze. Eine ganz tolle Katze. Komm, warte, sie ist ganz müde. Komm, schlaf weiter, Baby-Tofu. Ja, also Baby-Tofu hat sich Medium verliebt, denn ein Freund meines Mannes, deren Katze hat Babys bekommen. Deren britisch Kurzhaarkatze. Und ja, mein Mann weiß, dass unsere Kinder Katzen lieben. Was hat er gemacht? Er hat ein paar Mädels mitgenommen da zu den Babys, damit die so ein bisschen lieb haben. Und wer uns nicht kennt, wer Medium nicht kennt, Medium ist von klein auf, also schon seit sie 2, 3 Jahre alt ist, eine extreme katzenkrankes Kind gewesen. Also sie wollte schon immer eine Katze. Schon immer. Sie hat uns von klein auf genervt, wenn wir in der Türkei waren. Sie hat sich die Katzen genommen, aus dem Dorf mitgenommen, im Auto, in einer Tüte mitgeschleppt. Mitgenommen mit Auto. Sie wollte die unbedingt mitnehmen. Ihre Oma hat dann immer geschimpft, weil sie dagegen war. Willst du runter? Na komm. Oh, Baby. Ja, hier. Ja, schlaf hier weiter. Ja, also, ne, und wir haben uns halt immer gequetscht in unseren Wohnungen und, ja, hatten damals dann den Kindern versprochen, dass sie, ja, eine Katze bekommen, wenn wir dann irgendwann mal in ein Haus ziehen. Und das war ja eben vor 5 Jahren so. Und direkt als wir umgezogen sind, ist mein Mann los und hat eine Katze geholt. Und der ganz große Fehler, was mein Mann gemacht hat. Also man sollte sich schon wirklich nicht nur viele Gedanken darüber machen, über ein Haustier, sondern auch schauen und recherchieren über auch Rassen, ne? Katzenrassen. Und das hat mein Mann gar nicht gemacht. Der hat mir auch gar nicht Bescheid gesagt. Der ist ja so, er liebt ja Überraschungen, er will immer alle überraschen und so weiter. Und hatte dann damals die Luna gesehen und wollte die unbedingt haben und ist dann mit Medium gegangen und haben die Luna gebracht. Und ja, Luna ist eine wunderschöne Katze. Sie ist ja eine europäische Kurzhaar mit einem Norweger mit drin, also eine sehr, sehr schöne Katze. Was wir damals nicht wussten sogar, dass Luna schwanger war in dem Moment. Das war ja auch witzig damals und deswegen, sie hatte 4 Babys bekommen, wovon eins leider nicht überlebt hatte und dann hatten wir 3 Babys und dann hatten wir damals noch Blackie behalten, Blackie Baby. Auf jeden Fall, ja, zum Thema Katzenrasse, Luna und Blackie sind halt überhaupt keine Familienkatze, würde ich sagen. Also Luna und Blackie sind halt so eine typische Katze für, sage ich mal, alleinstehende Personen, weil die machen einfach ihr Ding. Du konntest niemals weder Luna noch Blackie irgendwie auf den Arm halten und mit denen kuscheln und schmusen. Nee, die mögen das überhaupt nicht. Die sind sehr, ja, überhaupt generell Katzen sind ja sehr charakteristisch, sehr stark und haben ihren eigenen Kopf und beide sind halt so, wenn die wollen, dann kommen die und schmusen. Das machen die auch, aber sehr, sehr selten und am meisten nur mein Mann. Zudem gehen sie und legen sich dann rauf und lassen sich dann auch mal streicheln, aber sonst die Kinder hatten nie die Chance, wirklich so, ja, so eine Katze zu halten und zu streicheln oder auch spielen. Die sind halt wirklich so, die essen, schlafen, wollen ihr eigenes Ding machen, so, lass mich in Ruhe. Also es sind halt so gar nicht so eine, ja, so eine Kinderkatzen, würde ich jetzt mal nennen. Trotzdem lieben wir natürlich beide und würden die auf gar keinen Fall hergeben wollen. Sie gehören halt einfach zur Familie. Deswegen, Medium wollte schon immer eine dritte Katze, noch eine Katze, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, nein, 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 ich habe Angst und ich will nicht. Es ist sowieso schon viel Arbeit. Ich meine, ich mache ja nichts, das machen alles die Kinder, das sind deren Haustiere. Die füttern die, die machen das Katzenklo sauber. Also ich mache da echt gar nichts. Aber dennoch hatte ich so eine Sorge, ja, wenn da jetzt nochmal eine neue Katze kommt, ob es da, ja, ob die sich überhaupt verstehen, ob es problematisch wird, nicht, dass die anderen dann sauer sind und so weiter. Dann, ja, haben die sich das in den Kopf gesetzt, dass sie Tofu nach Hause bringen und ich war die ganze Zeit dagegen und dann habe ich irgendwann ja eh keine Chance gehabt, mehr was zu sagen. Und vor einer Woche kam dann Tofu zu uns und ja, man merkt schon direkt, dass es wirklich eine andere Katze ist. Also wie schon erwähnt, es ist britisch Kurzhaar. Sie ist wirklich eine ganz andere Katze. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte echt Angst, so die Arme, die wird weinen die erste Nacht, die wird nach ihrer Mutter rufen und die wird Angst haben vor so vielen Kindern und so. Ich hatte solche Sorgen. Aber gar nicht. Sie will nur spielen. Sie ist so verspielt, egal wie viele Leute in dem Moment in den Raum kommen. Sie hat überhaupt keine Angst. Sie klettert gleich auf jeden rauf. Sie ist super kommunikativ. Also das finde ich echt witzig. Also sie sagt sofort, wenn sie was will. Also sie klettert auf dich, guckt dich an und macht miau miau, wenn sie zum Beispiel Hunger hat. Ja, also es ist wirklich eine ganz andere Rasse und man merkt es. Also die sucht diesen Kontakt zum Menschen, das merkt man. Sie schläft hier bei Medium, wir haben sie auch erstmal nur in Mediums Zimmer gelassen, damit sie nicht so überfordert ist von der Situation und von den anderen Katzen und großes Haus und so weiter. Wir haben sie jetzt erst so langsam, lassen wir sie hier und da. Sie will jetzt auch erforschen, also ist ja schon langweilig dieses Zimmer, also sie will auch schon raus und erkundet überall, also super neugierig. Ja, Blackie und Luna begegnen sich regelmäßig mit ihr, fauchen sich noch ein bisschen an, also oft haben die sich jetzt noch nicht gesehen. Also die kleine Tofu ist sehr, sehr frech, sie faucht die an und dann fauchen die auch, aber haben sich zum Glück noch nicht irgendwie angegriffen. Also werden wir mal sehen, wie es dann weiterläuft mit den dreien. Aber bis jetzt läuft es super. Sie ist, wie gesagt, eine ganz, ganz schlaue Katze. Hätte ich echt nicht gedacht. Die ist stubenrein, sie geht auf ihre Toilette, sie sagt, wenn sie Hunger hat. Sie sagt sofort, wenn sie schlafen will, sollte auch total süß. Ne? Du spielst mit ihr eine halbe Stunde, danach ist sie K.O., braucht sie erstmal ein Nickerchen und danach spielt sie weiter. Sie schläft jetzt gerade hier. So süß, einfach so süß und winzig. Ja, ist einfach, jede Babykatze ist süß. Ne? Wir werden mal sehen, wenn sie größer ist. Ich habe nämlich die Vermutung, die wird eine Crazy Cat. Die wird mir hier die Decken hochlatschen. Also das ist unser neues Familienmitglied. Wir werden sehen, wie sie weiter wächst und gedeiht. Das ist eine sie, wie ihr merkt. Und Medium hat sich den Namen Tofu ausgesucht. Bevor sie schon zu uns nach Hause gekommen ist, ja, kamen sie irgendwie auf diesen Namen Tofu. Und dann haben wir mal über Tofu geredet. Und Tofu ist irgendwie Tofu geblieben. Ja, ich finde es irgendwie süß, passt zu ihr, der Name. Deswegen, ja, ich muss mich immer gewöhnen, weil Tofu für mich immer so, sich so männlich anhört und ich dann immer er sage. Aber nein, ist eine sie. Jetzt sind wir zu 13. Hier mit kleinen Tofu. Also drückt uns nur doch die Daumen, dass die anderen sich verstehen. Wobei, mein Blackie und Luna ist genauso, ne? Das ist Mama und Sohn, aber die gehen sich aus dem Weg. Die wollen miteinander gar nichts zu tun haben. Also das sind schon so eher so eigensinnige Katzen, sage ich jetzt mal. Jeder hat so seine Stammplätze, wo er am liebsten schläft und seine Zeit verbringt und so weiter. Und mal gucken, wie es dann ja mit Tofu läuft. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne, falls ihr auch die Situation habt oder hattet mit einer ja schon erwachsenen Katze, wo nochmal eine neue Babykatze dazugekommen ist, dann könnt ihr sehr gerne eure Tipps in den Kommentaren schreiben. Da wären wir super dankbar. Ansonsten, ja, zeige ich euch jetzt noch die andere Ausbeute aus meiner Mamas Garage. Also das war ja der Topf eben von Dino für umgerechnet 5 Euro. Emaille fand ich einfach süß. Hätte ich wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich vorher die Sachen bei meiner Mutter entdeckt hätte. Aber gut, jetzt haben wir den. Die Schälchen fand ich super schön. So einfach solche Steingutschälchen, super praktisch für so kleine Sachen. Dann hier zum Beispiel diese Holzschalen, da wollte ich mir letztens bei Nanunana solche ähnlichen kaufen. Habe ich mir jetzt gespart, habe ich bei meiner Mama gefunden. Eine bisschen größere Schale ist mit dabei. Dann hier die Vase, was ich ja auch schon meine Serie habe. Jetzt kommt es dazu. Habe ich ja schon dieses mit diesem Kobalt irgendwas. Dann schaut mal, wie schön das einfach ist. Und das ist aber auch nicht nur dieses alte, sondern auch... Ja, wir waren ja mit Mariam mal in so einem super schönen Laden, wo solche Sachen waren. Also das ist auch total modern. Gerade so dieses, ja, diese Art, ich weiß nicht, wie man das nennt. Hat bestimmt irgendeinen Namen. Ja, dann sowas ist ja auch typisch meins. Also ich mag halt gerade diese ganzen so, ja, Steinsachen oder wie man das nennt. Auch dieses Kännchen total süß hier. Kann man irgendwas, ja, wenn ich irgendwas mache, das macht mich immer so happy, wenn ich solche ja, süßen Sachen dann benutze. Auch diese fand ich super schön. Ich mag vor allem die Dinge, die so ja, nach Handarbeit aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Handarbeit ist. Sieht auf jeden Fall total so aus. Einfach richtig süß. Dann hier einfach Espresso-Tassenset, würde ich sagen. Weil ich habe so eine schlichte weiße. Mein Mann trägt ja öfters mal Espresso. Ja, genau. Und die fand ich einfach ja, viel hübscher. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, dann hier einmal so eine kleine, die habe ich ja in groß, solche Zwiebelsuppendinger, ne, nennt sich die. Die habe ich aber halt, wie gesagt, in groß, aber ich fand die kleine auch total süß, wenn man mal ein bisschen Soße oder irgendwas reinmacht. Einfach total niedlich und genauso die im Vierer-Set. Auch die einfach total süß, wenn man so ein bisschen Soße oder irgendwas reinmacht. Sieht einfach toll aus. Auch das fand ich einfach schön. Da steht jetzt zwar Marmelade drauf, kann man Marmelade reintun, aber ich denke mal, das kann man auch so als Kaffeetasse, alles Mögliche benutzen. Fand ich einfach total hübsch. Dann hier jetzt die ganzen Emaille-Sachen, die ich bei meiner Mutter gefunden habe. Ich finde das super praktisch, gerade wenn man so Essensreste hat zum Beispiel, tue ich die sehr, sehr gerne hier rein und kann das später direkt auf dem Herd auch wieder aufwärmen oder im Backofen. Also das ist eben toll bei Emaille. Einfach auch so, ich liebe das. Also wirklich, die Schüsseln sind sehr, sehr hübsch. So sehen die aus. Dann Highlight ist dieser Emaille-Topf. Ich habe gerade eben auch erst gesehen, ich habe den schön gewaschen. Der sah ja innen doch schon sehr abgenutzt aus, aber ich habe so eine Emaille-Paste oder so einen Emaillenreiniger, also irgend so ein Dings, habe ich damit noch drin sauber gemacht. Das hat wirklich sehr gut geholfen und danach habe ich erst entdeckt, was das für ein Topf ist. Und zwar ist das Made in West Germany by Fissler. Also das merkt man richtig, dass das wirklich eine tolle Qualität ist. Und sieht richtig, richtig schön aus. Und nach dem Waschen sieht es auch wieder aus wie neu. Ich finde den einfach süß. Einfach wunderschön. Ja, und noch ein Topf. Meine Mama hatte ja da mehrere, aber die waren schon ganz schön alt. Dem sieht man das auch schon ein bisschen mehr an, dass der schon ein bisschen sehr abgenutzt ist. Aber ich finde den trotzdem noch sehr, sehr gut. Ich finde die Qualität, also der ist auch wirklich sehr schön schwer. Und einfach schön mit diesen, ja, mit diesen Blumen in diesem Rosa und Grün. Hier steht jetzt nichts drauf, von was das für eine Marke ist oder so. Aber ich finde den echt total süß. Musste den einfach mitnehmen. Dann genauso hier einmal auch so ein Topf, kann man eben benutzen. Und hier sogar steht drauf Zwiebelmuster. Das ist das erste Emaille-Teil sogar mit Zwiebelmuster. Das passt natürlich schön zu meinem Geschirr. Und auch noch praktisch mit dem Deckel kann man eben als Topf oder eben auch so für alles Mögliche benutzen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Deckel überhaupt dazu gehört. Aber ich habe es einfach so mitgenommen. Ja, und ich habe bei meiner Mutter gekramt. Ich habe nicht so viel gekramt, ich hätte wahrscheinlich mehr gefunden. So ein Spitzendeckchen wollte ich unbedingt. Ganz, ganz viele haben mich markiert, auch so Videos, wo andere Brot backen und dann dieses Spitzendeckchen drauflegen und dann mit Mehl, damit man dieses Spitzenmuster auf dem Brot hat. Das teste ich auf jeden Fall demnächst mal aus. Deswegen habe ich dieses ja, Spitzendeckchen extra dafür mitgenommen. Zeige ich euch dann ja irgendwann mal. Und das ist meine Ausbeute. Ich bin richtig happy und muss ein bisschen Platz machen, um jetzt diese Sachen auch noch zu verstauen.